Genau, dass du einfach komplett. Genau, dass du arbeiten kannst doch mit dem Körper. Dass du nicht am Halten bist, sondern dass du weitergetragen bist. Okay. Gut. Wo ist die Füße? Nein. Jetzt sind die mit der Kamera dran. Das sieht blöd aus, wenn du den Mond fällst. Ja, ist nicht so leicht. Mit euch hier. Ja, weil. Checkst normal Position. Symmetrie. Ja. Fußstellung. Aber ich glaube auf die Schanzen müssen wir über Tiefe fahren. Aber jetzt möchte ich eher mal anfangen. Alles gut. Führen wir den Kanal wieder zu seiner ursprünglichen Bedeutung zurück. Genau. Was ist das? Ein bisschen mehr so, dann darf man wahrscheinlich ein bisschen näher, dann werde ich vielleicht da nicht immer die Stellung haben. Genau, dann guckst du den mehr zu. Der, eigentlich ist der okay. Ja. Jetzt kommt da der im Sprung.
ja, ob ich so rausgehe und dann verschwindet der so auf dem Körper und dann muss ich den raus. Gut. Gut. So, der Fehler war da, dass wir ruhig werden. Okay. Dann sind wir beide bescheuert. Wow. Viel besser, viel lockerer, viel sauberer. Ja. Thank you.
In der Luft hat man nur seine 6-7 Sekunden Zeit, mal eine Körperhaltung einzunehmen. Dann ist wieder eine 20 Minuten Pause. Und hier kann man noch mal 2-3 Minuten fliegen. Man kann Korrekturen geben. Und natürlich versuchen wir auch aerodynamische Erkenntnisse zu sammeln, welche Position die beste ist. Also es gibt hier einige Dinge, die wir versuchen in der Aerodynamik zu verbessern. Kopfhaltung, Armhaltung, Schulterposition, Beinstellung, Fußstellung, Material. Also es gibt hier viele Ansatzpunkte, wo wir versuchen, ein großes Ganzes zu schmieden. Die Möglichkeiten, die wir hier kriegen, sind einzigartig. Haben öfter mal Zeit, hier reinzugehen. Haben eigentlich immer von Audi die Unterstützung, wenn für uns auch die Zeit da ist. Und es macht Spaß. Der größte Nutzen ist einfach die längere Zeit. Du kannst innerhalb von einem Flug hier verschiedene Sachen ausprobieren und im Sprung ist es schneller vorbei, wie man es überrissen hat. Und deswegen kannst du eigentlich immer nur eine Sache probieren und kannst danach vielleicht was rausziehen, wenn es überhaupt funktioniert. Und so hast halt hier Zeit zum Durchprobieren und hast natürlich einmal dann die Möglichkeit, das einzuspeichern, wie fühlt sich meine Flugposition eigentlich an. Kopfposition, Armposition im Oberkörper locker genug zu bleiben, dann einfach zu merken. Also hier merkt man es dann, dass es dann so hinten hochtreibt, wenn was gut funktioniert. Und das funktioniert hier sehr gut. Auf der Schanze merkt man es eigentlich nur an der Sprungweite. Es ist nicht ganz so wie auf der Schanze, aber zumindest die Strömung und die Luft, die ist ziemlich ähnlich. Also es ist gar nicht so weit weg, wie man vielleicht glauben würde. Das ist auf jeden Fall ein großer Luxus, was wir hier haben. Also ist auch sehr gut, einfach mal Sachen auszuprobieren, wo man vielleicht auf der Schanze noch nicht sicher ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Da kann man da einfach ein bisschen ausprobieren und das ist sehr wertvoll für uns. Es ist schwierig einerseits, weil man ja beim Skispringen normal in der Waagerechte hängt und hier ein bisschen steiler. Aber die grundlegenden Sachen sind relativ ähnlich. Also Die Luft strömt einen mit knappen 100 km/h an und das ist auch ungefähr die Geschwindigkeit auf der Schanze. Und deshalb kann man hier sehr gut üben. Das ist schon sehr anstrengend, das sieht nicht so aus, aber das geht schon ziemlich auf die Oberschenkel und auf sonstige Muskeln. Und also nach 2 Minuten merkt man schon, das ist jetzt genug.